Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, die heutige Sendung kommt vom lieben Eduard und nach langer Zeit mal wieder. Ist auch ein Bonuspäckchen dabei und am Ende der Folge wollen wir auch nochmal die neuen Holos besprechen, zumindest ein paar davon. Aus der neuen Legendary Collection so eine Art Artwork-Kunde machen, haben wir auch ein paar besorgt. Also das Deck an sich habe ich mir einmal besorgt. Und das machen wir aber zum Schluss, das ist dann eher so für nebenbei. Bevor wir anfangen, möchte ich eine allgemein gestellte Frage beantworten. Und zwar werde ich zurzeit immer wieder angeschrieben, ob ich Sammlungen aufkaufe, ob ich die Karten aufkaufe und wie das Ganze funktioniert, da wir ja alle wissen, dass ich eine etwas komplizierte Verfahrensweise habe in der Richtung. Die Sache ist die, ich versuche es jetzt kurz und knapp zu erklären, damit wir gleich loslegen können. Ich habe das Projekt House of Cards. Das Projekt setzt eben voraus, dass von seltenen Karten auch eine große Menge da ist, damit man das eben schön ausstellen kann, damit das nach was aussieht später mal, was natürlich mein kleines Budget nicht so hergibt in dem Sinne. Das bedeutet, dass ich so ziemlich alles auf Raten bezahlen muss, was wiederum bedeutet, dass sich das Ganze natürlich auf Dauer häuft. So, das wiederum bedeutet, dass ich bis Ende 2018 ausgebucht bin mit Zahlungen. Wenn ihr mir also eine Sammlung verkaufen wollt, das sage ich jetzt mal ganz im Allgemeinen, müsst ihr mit folgenden Punkten einverstanden sein und da gibt es definitiv nichts zu rütteln, sonst braucht ihr mich gar nicht anschreiben, dann sparen wir uns einfach beide Zeit, ja, also der mir es anbietet und ich. Erstens, ich kann erst ab 2019 bezahlen, das bedeutet, dort wird ab einem gewissen Wert in Raten bezahlt. Zweitens, die Sammlung wird mir direkt geschickt, die brauche ich natürlich sofort, damit ich mein Projekt vorantreiben kann. Das ist der meiste, also das ist halt meistens das, woran es halt scheitert, weil die Leute nicht so lange warten wollen. Und ihr bekommt dafür aber eine kräftige Entlohnung. Ne? Nehmen wir jetzt mal an, wir haben eine Sammlung mit einem Wert von 1300 Euro, bekommt ihr 1600. Und für jeden Monat, den ihr dann, wenn die Raten anfangen aussetzen müsst, bekommt ihr nochmal einen Fuffi-Bonus. So, das ist äußerst großzügig. Ich denke, da lohnt sich doch teilweise das Warten. Wenn ihr mir also trotz dieser Kriterien eine Sammlung zuschicken wollt, beziehungsweise mir eine verkaufen möchtet, könnt ihr mir wie gesagt gerne auf Discord, Facebook oder per E-Mail schreiben. Findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir haben jetzt lange genug geredet. Wir beginnen mit dem Bonuspack vom lieben Eduard. Und da hatten wir Des Vizier oder Des Weiser, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Richtig cool. Man sieht auch alles schön mint, keine Kratzer, gar nichts. Absolut toll. Aus GB7 wird wohl eine Gameboy-Promo gewesen sein. Oder irgendeine andere Spiele-Promo. GB könnt ihr für Gameboy stehen. Richtig cool. Dann haben wir aus Shining Victories den Hochgeschwindigkeits-Roid-Puzzle. Ich glaube, bei uns war das bloß eine Rare. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ist jetzt optisch nicht so der Augenschmaus, aber muss halt auch mit in die Sammlung. Dementsprechend freut es mich, dass wir die haben. Muss ich sie mir nicht. Also doch, ich muss sie mir irgendwann kaufen, weil ein Exemplar reicht ja nicht. Aber immerhin spare ich mir schon mal das Geld für ein Exemplar. Dann haben wir sehr nostalgisch den Roten Ogre, englisch unlimitiert aus Crossroad of Chaos. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr schön. Oldschool noch. Auch aus 5Ds noch. Ja, die Karten aus 5Ds waren auch noch sehr oldschool, muss man zugeben. Dann Windsturm der Phönixflügel aus Fusion Enforcers in Secret Rare. Jetzt kommt eine coole Kamin, nämlich die Meeresbestie aus OP4. Das wird wohl das Gegenstück zum Rare Fish sein. Sieht meiner Meinung nach sogar ein bisschen besser aus. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob es die schon mal irgendwo gab oder ob das eine neue auf alt gemachte Karte ist. Es würde mich natürlich freuen, wenn das eine komplett neue Karte ist, die einfach nur sozusagen auf alt gemacht ist. Wobei, ich muss ehrlich sagen, ich bezweifle es. Ich glaube, das ist nur ein Reprint. Dann haben wir antikes Antriebsungeheuer aus TLM First in Rare. Dann die Geisternachricht I aus LON. Die Geisternachricht L ebenfalls aus LON. Den Millenniums Golem aus dem Tournament Pack 7. Den priesterlichen Drachen von Asa. Priesterliche Drachen sehen cool aus. Allerdings gibt es schönere als den. Das ist jetzt nicht so der beste. Und Doikochi, die Dampflok. Das waren die Bonuskarten. Vielen, vielen Dank, lieber Eduard. Hilft mir natürlich wahnsinnig weiter, diese Päckchen, die du mir da immer zuschickst. Zusätzlich dazu quasi. Und jetzt legen wir mit den Karten los. Ihr seht, das ist nicht besonders viel, aber es ist cool. Wir haben hier einmal die teuerste Karte der Sendung, das ist der Barrel Dragon. Der geht ja in etwa an Hui. Ist unser zweites Exemplar, ein Ultimate Rare. Ist Schweine selten. Ich glaube, Eduard hat sogar noch einen zweiten davon für mich auf Lager. Ich bin mir jetzt aber gerade gar nicht sicher, ob das jetzt einer oder zwei waren. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr schön. Dann haben wir aus der Jump den Odd Eyes Persona Dragon. Den kennen wir ja jetzt auch aus den Legendary Decks, da war er ja zweimal in Kamen drin, in dem Pendulum Deck.
Hier habe ich ihn halt jetzt als Holo. Wesentlich schöner natürlich als die Kamen. In Kamen sieht es nicht so gut aus. Das ist halt einfach eine Karte, wo Kamen nicht das Optimale ist, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall sehr cool. Sehr schöner Drache. Dann haben wir eine Yugi-Token mit Yami Yugi und dem normalen Yugi. In Normal Parallel Rare. Normal Parallel Rare deswegen, weil kein Holo-Effekt vorhanden ist. Das heißt, die Karte ist gedruckt wie eine Kamen und hat eben diese Parallel-Streifen drüber. Auch richtig, richtig cool. Sehr schönes Token. Gibt es ja so, glaube ich, nicht in Deutschland. Wobei ich mir nicht sicher bin, das Token, das jetzt in der Tinbox drin war, von dem ich immer noch keine habe, dürfte so ähnlich aussehen. Hat, glaube ich, nur einen anderen Hintergrund. Richtig cool. Dann haben wir den zweiköpfigen König Rex in Ultra Parallel Rare. Und zwar als Playset. Richtig, richtig schön. Sind jetzt, glaube ich, in Ultra Parallel. Ich glaube, 4 müsste ich jetzt haben mit denen hier. Sehr cool. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, was ich für ein einzelnes bezahlt habe. Sehr, sehr schön. Sieht auf jeden Fall wahnsinnig gut aus. Dann haben wir den schicken Burschen hier, dessen Namen ich nicht kenne. Das Problem ist, das ist eine von diesen ganz, ganz alten Karten. Das heißt, die hat hier unten noch kein Holo-Kästchen und auch keine Set-Angabe. Deswegen konnte ich jetzt nicht googeln, wie die heißt. Mir ist es auch so nicht mehr eingefallen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz alte Kamen bei uns gewesen. Aus LOB war sie, glaube ich, oder war sie aus Metal Raiders? Irgendwie sowas. Hier ist es auf jeden Fall eine Super Rare mit einem alten Layout. Sehr, sehr schön, sehr, sehr cool. Sowas sehe ich immer wieder gerne. Vor allem diese ganz, ganz alten Karten, wo halt noch nicht mal dieses Holo-Kästchen dran, wo noch keine Set-Angabe dran stand. Unglaublich nice. Ein Super Rare. Dann haben wir Makiu, der magische Nebel. In Ultra Rare ist eine auch extrem geil designte Zauberkarte mit diesem toten Schädel. Das sieht einfach so böse aus. Ohne Witz, das sieht so böse und evil aus. So muss das sein. In Ultra Rare aus L3. Richtig cool. Richtig schön. Auch unser erstes Exemplar ist natürlich schon ein bisschen moderner. Auch noch im alten Layout, aber schon mit Kästchen sozusagen. Echt cool, gebt euch mal den Effekt. Allein das Ultra Rare sieht so geil aus bei der Karte. Ist bei uns, glaube ich, auch nur eine Kamen gewesen. Ich glaube, irgendwo kam sie auch als Rare raus. Aber das war es dann auch schon. Dann haben wir die Genex-Armee aus dem japanischen Dual Terminal. Die ist hier super rare mit den Pünktchen drüber. Sieht natürlich sehr interessant aus. Ist jetzt auch nicht die hässlichste Karte. Ist halt eine Genex-Karte, ne? Hidden Arsenal kennen wir ja alle. Ist für die meisten also nur deshalb was Besonderes, weil sie halt das Dual Terminal ist. Das ist auch das, was die Karte besonders macht. Ansonsten wäre es natürlich eine ganz normale, random Hidden Arsenal Karte. Und zu guter Letzt haben wir den Ersatzkrieger in Prismatic Secret Rare aus dem seltsamen Set DDY2. Mag vielleicht ein Starterdeck oder irgendwie sowas gewesen sein. Irgend so eine Promo-Box, wo halt die als Promo mit dabei war eventuell. Sehr schön in Prismatic Secret Rare. Ich glaube, ich jetzt unser erstes Exemplar. Und das war's im Endeffekt mit der Sendung. Jetzt möchte ich nochmal kurz mit euch die neuen Karten aus der Legendary Collection durchgehen, die Holos. Allerdings möchte ich nur bestimmte durchgehen, nicht alle. Müssen wir den dunklen Magier durchgehen? Nein, müssen wir nicht. Wir wissen, er ist oldschool, er sieht fett aus, ganz egal, ob er jetzt neu designt wurde oder nicht. Selbiges gilt für die hier. Die habe ich auch aus der V-Jump, schon lange bevor sie hier rausgekommen ist, beziehungsweise bekannt war. Jetzt haben sie sie leider Gottes hier in Ultra geprintet, was natürlich den Wert meiner V-Jump-Exemplare ein bisschen mindert, aber das ist egal. Ich glaube, dazu müssen wir nicht allzu viel sagen. Das sind ja die ganzen alten Karten, da wissen wir ohnehin, dass sie cool designt worden sind. Auch dazu müssen wir, glaube ich, nicht viel sagen. Das ist Cyberdrachen-Stuff, auch das ist noch relativ oldschool. Auch das ist natürlich wieder episch designt, Chimera-Tech. Mega flotten Drache, braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ist einfach Epicness pur. Selbiges gilt natürlich auch für die anderen Karten, die dabei waren. Den in Super Rare. Oh mein Gott, das war die Random super schlechthin. Ich konnte sie irgendwann nicht mehr sehen. Und natürlich hier den... darf man natürlich nicht vergessen, den Unendlichkeit sieht natürlich auch fett aus. So, und jetzt kommen wir zu den Karten, die ich besprechen möchte. Und das sind sozusagen die neuesten Karten. Das ist ja auch, gehört ja noch so zur Arc 5 Ära. Und das sind diese Pendelkarten, diese aus diesem Pendeldeck. So. Wollen wir uns mal auf das Artwork der ersten Karte stürzen. Die erste Karte ist eine komplett neue, nämlich der buntäugige Arc Pendeldrache. In Ultra Rare ist eine Vanilla. Finde ich cool. Freut mich, dass man hier mal wieder eine Vanilla printet. Natürlich auch mit diesem Holo-Effekt jetzt an den Sternen und am Attribut. Richtig cool. Das Design ist episch. Das Design ist richtig episch. Das ist ein Drache, der bleibt definitiv im Kopf. Allein schon die Rüstung, die er trägt.
beziehungsweise diese Ornamente hier einfach unglaublich cool. Auch das mit den Edelsteinen ist eine sehr schöne Idee. Man sieht ja hier hinten, wächst jemand ein Edelstein raus, auf dem Kopf hat er einen Edelstein. Das ist tatsächlich ein Artwork, das im Kopf bleibt. Es ist sehr detailliert gezeichnet, aber es ist nicht overdesigned. Es ist eigentlich genau richtig. Das ist eine Karte, die gefällt mir sehr gut. Aktuell einer meiner Lieblingspendelkarten. Nicht die Lieblingspendelkarte, aber einer der Lieblingspendelkarten. Auch diese Edelsteinhörner, die hier zur Seite rausgehen. Richtig cool. Sehr schön. Und ich bin mir sicher, dass das auch ein beliebtes Sammlerstück irgendwann mal werden wird. Allein schon, also zumindest für die Sammler, die halt auf Optik gehen und nicht auf Wert, die werden hundertprozentig ein Playset von denen drin haben irgendwann. Dann haben wir den buntäugigen Pendeldrachen. Den kennen wir ja schon in einem anderen Artwork. Ich muss sagen, mit diesem Artwork haben sie sich selbst übertroffen. Gegen dieses Artwork wirkt der normale Pendeldrache wie ein billiger Abklatsch. Die Karte sieht sowas von geil aus. Die ist so schön designt, die ist so cool gemacht. Gefällt mir unglaublich gut. Buntäugiger Pendeldrache, einfach extrem nice. Wir haben ja in diesem Deck hier viele Karten, die es schon gibt im alternativen Artwork. Die anderen sehen wir auch gleich. Extrem geil, ohne Witz. Einfach nur sexy, die Karte. Guckt euch das an, ohne Witz. Übertrieben geil. Dann haben wir den Hungergift-Fusionsdrachen. Kennen wir, ist glaube ich aus Shining... War die aus Shining Victories oder Maximum Crisis, die Secret Rare? Hier auch im alternativen Artwork. Und dazu muss man sagen, in diesem Artwork hier gibt es sie auch aus Korea. Und zwar gibt es ja dieses Set 20 AP. Das ist ja dieses 20. Anniversary Pack für die 20 Jahre Jubiläum. Das ist dann quasi das japanische Gegenstück unserer Duelist Saga Packs. Und in Korea hatten sie statt dem dunklen Magien Ghost und dem Blue Eyes in Ghost den Blue Eyes in Secret, und zwar diesen Platinum Secret in Korea. Sieht richtig geil aus, die will ich unbedingt noch haben, die Karte. Und dann hatten sie den hier noch in diesem Secret Rare, auch in diesem Artwork. Und jetzt ist er natürlich auch in Ultra Rare zu uns gekommen. Mega cool, wobei ich hier sagen muss, dass mir das ursprüngliche Artwork ein wenig besser gefällt. Dann haben wir den Glasflügel-Synchro-Drache, auch hier wieder ein schönes alternatives Design, aber auch hier muss ich sagen, das Standard-Artwork gefällt mir doch wesentlich besser als das Alternative hier. Ich dachte zuerst, also man erkennt schon, dass es was mit Glasflügel zu tun hat, aber um ehrlich zu sein, bevor ich den Namen gelesen habe, als ich das Bild gesehen habe, dachte ich mir zuerst, das ist irgendeine Zusatzkarte, irgendeine andere Version des Glasflügel-Synchro-Drachen, aber nicht, dass es der Glasflügel-Synchro-Drache selbst ist. Trotzdem sehr, sehr cool designt. Aber es ist halt auch eine Karte, die artwork-technisch so nicht unbedingt im Kopf bleibt. Da bleibt er im Standard-Artwork doch schon eher bei einem hängen. Und zu guter Letzt haben wir die Karte Finsterer Rebellions-Exis-Drache. Eine Karte, die früher auch sehr gehypt war. Und auch hier haben sie sich mit dem Artwork wieder selbst übertroffen. Allein schon der Background. Ich muss sagen, das ist jetzt wieder so eine Karte, wo ich sage, sieht besser aus als das Original-Artwork. Würde auch wahrscheinlich in Ultimate gut aussehen. Wobei ich der Meinung bin, dass Ultra Rare eigentlich genau die Rarität für die Karte ist. Sie haben sie gut gewählt. Also ich muss sagen, richtig, richtig, richtig sexy. So muss das sein. Also wir halten fest, diese beiden Karten hier sind besser als das Original, die anderen sind schlechter als das Original und als bester kommt ja immer noch der buntäugige Arc-Pendeldrache. Das ist einfach die beste Karte überhaupt. Und damit wären wir am Ende der heutigen Sendung. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung zur Sendung da lassen. Hat sie euch gefallen? Hat sie euch getaugt? Seid ihr damit genauso zufrieden wie ich? Wenn ja, hinterlasst ein Like, hinterlasst ein Kommi. Und wir sehen uns dann zur nächsten Sendung. Die kommt vom lieben Erik und dann sind wir schon bei Folge 99. Und ich bin gerade dabei, für die 100. Folge etwas richtig Krasses auszuhandeln. Ich hoffe, dass mein Händler da mitspielt. Und wir sehen uns dann eben zur nächsten regulären Folge Neuzugänge. Bis dann, macht's gut und haltet die Ohren steif.